Willkommen zurück zu Skyrim. Ja, dann wollen wir mal direkt wieder in die Höhle des Löwen gehen. Wir müssen ja jetzt zusehen, dass wir irgendwie diesen Banditen bezwingen. Das wird nicht. Okay. Ganz so leicht, wollte ich gerade sagen, weil der ist nicht so ohne. Im Moment haben wir die Stahlpfeile. Gut. Zwei Dreien. Was hat er sich dabei nur gedacht? Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Ist da jemand? So. Mal sehen, wo. Was? Da unten. Doch niemand hier. So, dann wollen wir ihn auch gleich wieder anschießen. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie tief es überhaupt hier noch in die Zuflucht reingeht. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Weil ich hier halt vorher noch gar nicht drin war. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Ja, hast du ja auch. Was war das? So, solange er halt hier in diesem Raum ist, ist alles gut. Weil dann brauchen wir nicht da Ist da wieder. jemand? Nö. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. So, und Ist da ups. jemand? So, das ist sehr gut. Wir haben ihn schon gut runter gefahren, wie ich immer so schön. Hallo, wer ist da? Niemand. Dein schlimmster Albtraum. Ein Bogenschütze ist hier. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. So. Geht er darüber? Was war das? So, sehr gut. So. Da kommt er hoch. Was war das? So, etwas wieder zurück. Und Ich war schleichen. sicher, ich hätte etwas gehört. Wir dürfen ihm natürlich nicht zu nahe kommen, weil Orks spüren auch einen sehr schnell. So, gleich hängt er da höchstens. Med, med, Doch med. nicht. Was ist denn an einem Krug hier So. und da so falsch? Doofe Bienen mit ihrem blöden Honig. Ja. Er musste erstmal seinen Text Ist zu da jemand? Ende sagen. So. Ist da jemand? So. Doch niemand Da hier. habt ihr das gemerkt. Er hat uns gespürt, weil wir ein bisschen zu nah an ihm waren. Deswegen hat es gedauert, bis wir wieder versteckt waren. Huch. So, schnell wieder ins Eckchen. So. Wo ist er? Da ist er. Gut, gut, gut. Was? Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. So, hast du Was ja war auch. das? Du hast ja auch was gehört. Hehe. Bald bist du fertig.
Und ich hoffe, dass nicht mehr allzu viel dann kommt, weil Was das war das? reicht eigentlich. Aber je nachdem, wie viel da noch kommt. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. So, und... Was war das? So, schnell wieder ins Eckchen schleichen. Noch ein, zwei Pfeile und wir haben ihn geschafft. Da bin ich dann auch sehr froh drüber. Aber es ist sehr gut, dass wir ihn hier immer im Raum halten können. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ja. Da haben wir ihn weg. Ha, gut. Sehr schön. So, dann gucken wir uns auch jetzt erstmal, bevor wir weiter forschen, hier alles an. Wir plündern die ganzen hier. Ja gut, nehmen wir mit. Eigentlich will ich die nicht mehr. Aber naja. So, mein Lieber. Gibst mir 8 Stahlpfeile zurück. Okay. Und du, armer Bandit. Wurdest so einfach abgeschlachtet. So, gegrillter Lauch brauchen wir nicht. So, und hier haben wir Kohl. Das brauchen wir auch nicht. Den Kohl. Nee. Der wird nur schlecht. So. Gold. Alte Nordpfeile. Nee, die Pfeimerpfeile nehmen wir nicht mit. So. Dietrich, Gold. Schön. Ja, hier haben wohl die Falmer gegessen. So. Das ist nur eine einfache Laute. Ja, wenn man in Gebieten drin ist, sollte man immer gucken, ob nicht irgendwelche besonderen Gegenstände vorhanden sind, die einen besonderen Namen haben. Denn... Manchmal ist es halt... Ah, gut. Dann nehmen wir einmal mit. Alte Nordpfeile nehmen wir mit. Die kannst du behalten. So. Nee, es gibt halt manche Gegenstände, die haben... Das heißt... Also die Laute heißt ja nur Laute. Aber es gibt ja auch... andere Gegenstände, die heißen dann nach einem bestimmten Person oder ich habe ich ja gar nicht oder nach einem bestimmten Gebiet oder irgendwie halt, die haben halt einfach einen zusätzlichen Namen und ja. In der Regel sollte man dann eigentlich, wenn man in solche Dungeon reingeht, sowas dann lieber mitnehmen. Weil es könnte sein, dass halt im Nachhinein doch noch eine Quest kommt, wo es dann heißt, finde den und den Gegenstand in dem und dem Höhle oder den und den der und der Festung oder so. Und ja, dann wäre es schade, wenn es halt dann nicht mehr möglich wäre. So, Tavernenkleid. So. Hier ist weiter nichts. Dann können wir das einsammeln. Im Metfass wird höchstwahrscheinlich nur Met drin sein. Richtig. Hier sind nur Tomaten drin. Kaiserlichen Bogen. Ein Brot. So. Dann gucken wir Nordmet. Elfenpfeile, Falmerohr, das Leichentuch.
Herrschaften hier kann man meistens immer komplett durch leeren. Heftige Heilung. Weil die haben meistens schöne Sachen dabei. So, das nehmen wir dann mit. Fisch brauchen wir nicht. Das sind ja alles Zutaten. So. Dann gucken wir jetzt hier hinten. Da ist nur Kartoffeln, Käse. Die Puppe nehmen wir mit. Holzschwert nehmen wir auch mal mit. Damit wir das mal lagern. So. Spinnenei, Stein. Steinhuscherei. Muss man aufpassen, dass man richtig liest. Knoblauch. Lachter, Fisch, Karotten, Karotten. Jetzt sind hier nur noch Karotten. Die können hier verrotten. So, Salz nehmen wir auch mit. So, rote Bergblume nehmen wir mit. Das kann alles hier bleiben. So, da haben wir, gib mir den Beutel. Kriege ich nicht. Nee. Mal sehen. Nö. Okay. Dann gehen wir jetzt aber auch wieder schnell in Deckung. So, hier können wir weiter nichts nehmen. Gut, hier könnte man nur was kochen. So, okay. Was haben wir hier? Kartoffeln. Okay. Nö, brauchen wir nicht. Da gucken wir dann später durch. Jetzt kommen erstmal hier die Räume. Falmerohr, Gold, starkes Gift. Nochmal Gift. Stahlpfeile. Bitte Nordpfeile. Gut. Pelzhelm brauchen wir nicht. So. Dann gucken wir jetzt. Hier ist weiter niemand. Nee. Zwergenpfeile. Die haben halt meistens so Tränke dabei, Zutaten, manchmal auch Seelensteine. Sowas alles haben die oft dabei. So, irgendwas Kostbares an Büchern? Nee. So, nein, danke, ich möchte nicht sitzen. Aber da hast du. Nee, da kommen wir auch irgendwie nicht. Kann ich das? Nee, kann ich bestimmt nicht. Ich will jetzt auch keinen Pfeil einfach. Das ist sowieso eher ein Regenerationstrank. Den würde ich sowieso eher nur verkaufen. So, aber hier haben wir eine verschlossene Truhe. Die werden wir jetzt mal knacken. So, da haben wir es auch schon. So, und 6 Gold drin. Hier können wir nicht plündern. Nee. Die Körper können sie alle schön getrost behalten. Gut, also hier in dem Raum war weiter nichts. Dann gucken wir jetzt hier, was der hier so bewacht hat, außer Leichen. So, Heiltränke sind natürlich sehr gut. So. Zutat, Zutat. Sehr schön. Stahlpfeile nehmen wir mit. So, Bett. Nein, ich will nicht schlafen. Der arme Bandit hier eingequetscht. So, beschädigtes Buch.
Jagdbogen. Bett, nein. Wie gesagt, ich will nicht schlafen. So. Hier haben wir auch weiter nichts. So, okay. Alles beschädigte Bücher. Ja, alles beschädigte Bücher. Trommel. Flöte. Okay, nichts Besonderes. Bügeleisen. Sonst weiter nichts. Da haben wir auch kein besonderes Buch. Himmelschmiede. Also, was haben wir da? Kuhfell, nee. Das kann hier bleiben. Okay. Dann können wir wieder einen Raum weiter, da wo der Bandit drin war. Mal sehen, wie er eingerichtet war. So. Haufenweise Körbe. Oh. Jetzt habe ich... Ja, speichere mal. Jetzt habe ich ausversehentlich den hier mitgenommen. So, weg damit. So, Schrank. Ein Holzschwert. Und ein Kessel. Haltewein. Kleine Heilung. So, okay. Nee, sonst ist weiter nichts. Korb, Korb, Korb. Alles Körbe. Krug, Wein. Einmal trockenes Kräuterling. So, dann hat er hier Gold bewacht. Klein bisschen. So, und eine Truhe. Mit zwei Dietrichen, Gold und Stahl. Magika. Gut. So, dann gehe ich jetzt darüber, speichere kurz ab und dann wagen wir uns weiter vor. Ich hoffe ja nicht, dass es noch wer weiß, wie tief da reingeht. So, dann nehmen wir jetzt hier. So. So. Mal ein paar Steine hier herumschubsen. So. Das braucht sie ja nicht mehr. So. Schimmerpilz. So. Ah, sieht nach Spinnen aus. Da sitzt ja auch schon eine Spinne. Na toll. So. Ach so. Wir bräuchten sie ja eigentlich gar nicht zu bekämpfen, weil wir ja noch den Effekt haben. Wie lange ist denn noch der Effekt? Noch 12 Stunden, ja, okay. Hallo, Entschuldigung, dass ich dich angeschossen habe. So. Nehmt das Geld, lasst uns einfach gehen. Seid still, oder sie bringen uns um, ihr Dummkopf. Sobald sie fort sind, knacke ich das Schloss. Kann ich den von hier aus treffen? Scheinbar. Keine Ahnung,
wie die laufen. Wie gesagt, ich kenne das hier nicht. Hab ich doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Und wieder hört sich es nach einem Ork an. Können ja mal gucken. Aha, da steht noch einer. Ich trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Habe es satt, immer entwaffnet zu werden. So. So. Die scheinen auch mit Spinnen klarzukommen. Weil die hat ja ihn jetzt auch nicht angegriffen. So. Dann du wieder. So. Und wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Also geht es noch ein bisschen weiter. Wir können ja auch kurz mal noch auf die Karte gucken. Also hier, da müssen wir dann wohl durch. Dann sind die Falmer hier so lang gelaufen. Einer hockt ja hier um die Ecke herum. Wie gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit sich hier die Zuflucht noch reinzieht. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denne dann. Tschüss.